In diesem Video zeige ich dir, wie Meetings mit schlechten Beteiligungsquoten der Vergangenheit angehören. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie ein perfektes Meeting moderiert werden kann und ja, welche Hacks du anwenden kannst, damit dein Team noch aktiver und noch zielorientierter durch das Meeting kommt. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hey, mein Name ist Fabian Kaiser, ich bin Geschäftsführer der Agile Heroes und wir möchten mit Hilfe von Agilität Unternehmen noch erfolgreicher machen. Du fragst dich, wie ein richtig gutes Meeting ablaufen kann. Die Antwort darauf liegt meiner Meinung nach in drei Hacks, die ich mir ausgedacht habe, die ich mir so für mich reflektiert habe. Was waren meine erfolgreichsten Meetings, die ich jemals gemacht habe? Was kann ich da an der Stelle gut zusammengefasst an dich weitergeben? Der erste Hack ist, am besten bist du nicht Teil des Problems. Ein guter Meeting-Moderator ist meiner Meinung nach einer, der nicht selber in dem Problem drinsteckt, weil er so natürlich einen großen Stake darin hat und nicht gerade objektiv moderiert. Das heißt, wenn es verschiedene Meinungen gibt, und da komme ich jetzt gleich zum zweiten Punkt, wirst du auch nicht unvoreingenommen dir das Ganze anhören, sondern wie Menschen so sind, unrational, und deswegen wirst du da auch eine Partei ergreifen. Und deswegen empfehle ich, und da kommen wir schon zum Hack Nummer 2, nicht nur nicht Teil des Problems zu sein, sondern auch nicht Teil der Lösung. Verstehe mich nicht falsch. Du darfst gerne dazu beitragen, dass eine Lösung gefunden wird, indem du die Leute dahin moderierst. Allerdings nicht als Teil der Lösung. Also bring keine Lösungsvorschläge als Moderator, sondern schau, welche Lösungen von deinem Team, das du moderierst, hervorgebracht werden. Wenn du das beides schon mal verinnerlicht, also eine autarke Person bist, die weder Teil des Problems noch Teil der Lösung ist, wirst du den Vorteil haben, dass eine viel bessere Diskussion möglich ist, ohne dass die von dir vielleicht verfälscht ist. Der dritte Punkt, den ich in meinen Meeting-Moderationen immer gesehen habe, binde die introvertierten Leute ein. Ich bin selber ein Extrovertierter, was ich auch quasi daher lernen musste, weil Introvertierte sich neben mir wahrscheinlich unterdrückt fühlen in Meetings, weil ich schon Raum und Gespräche einnehme. Und deswegen konnte ich das aber für mich auch irgendwann mal reflektieren, dass ich sage, naja, wenn man jetzt in einem Meeting sitzt, wo man andere extrovertierte Typen sieht, also Typ Menschen meine ich damit, und die den Raum einnehmen mit ihrem Gusto, dann klingt es ja erstmal so, dass die Lauten immer recht haben, oder sieht augenscheinlich so aus, dass die Lauten immer recht haben. Das ist aber gar nicht so. Als ich in meinen Meetings als Scrum Master zum Beispiel, wo ich immer sehr objektiv war, dann auch mal die leisen Softwareentwickler, also die, die nie gesprochen haben, um ihre Meinung gefragt haben, kamen da oftmals goldene Sätze, goldene Lösungsansätze heraus, wo jeder sich gefragt hat, warum sagst du nichts? Und der Hintergrund war, weil sie einfach introvertiert sind und sich neben extrovertierten Menschen nicht so wohlfühlen oder glauben, dass sie eh nichts zu sagen haben, oder glauben, dass ihre Lösung eh nicht zum Ziel führt. Also, als Moderator, hier ist mein dritter Hack, nutze die Introvertierten, die sonst nie was sagen, weil die haben oft manchmal goldene Lösungen parat. Und während ich das ganze Video so aufnehme, fällt mir noch ein vierter, wir nennen es den Bonus-Hack ein, und dazu muss ich gerade aufstehen. Ich hole nämlich mal kurz Lehne. Stopp, kurze Unterbrechung an der Stelle. Ich habe von meinem Online-Marketing-Team gehört, dass 95% aller Leute, also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch du hinter der Kamera, hinter deinem Handy, hinter deinem iPad, hinter deinem MacBook, keine Abonnenten in diesem Kanal sind. Also nutz die Chance jetzt. Der Content wartet hier in diesem Video auf dich, indem du diesen Kanal abonnierst. Und bis dahin gehe ich raus. So ist das als Startup. Unternehmer, da hat man noch nicht die Leute, die einem das Zeug ans Set bringen. Man muss immer noch selber laufen. Was ich hier gerade geholt habe, ist eine unserer Lego Serious Play Boxen. Lego Serious Play ist eine Methode, die sich dazu eignet, um Probleme und Innovationen in Meetings herauszufinden. Und warum ich die jetzt geholt habe, ist, weil man damit extrem geil Meetings moderieren kann, wenn es spezielle Probleme gibt, die vielleicht unausgesprochen sind. Ja, also keine Ahnung. Ein Introvertierter stellt dann irgendwie einen Elefant dahin und sagt, naja, irgendwie wir alle wissen, dass es ein großes Problem gibt, keiner spricht es an, der Elefant im Raum oder so wird damit deutlich gemacht. Ja? Oder ein introvertierter Mensch würde sich dann irgendwie so zeigen, dass er sich die ganze Zeit gehemmt fühlt. Indem man Lego Serious Play einsetzt, schafft man eine nahezu 100%ige Beteiligungsquote. Zusätzlich
macht das Ganze noch Spaß. Das soll jetzt wirklich keine Werbung sein. Eigentlich, wenn ich mir gerade richtig überlege, könnt ihr uns dazu auch anfragen, wenn ihr wollt. Aber es war tatsächlich nicht geplant, sondern es geht wirklich darum, dass ihr Lego als Moderationshack nutzen könnt, damit ihr eure Meetings noch geiler gestalten könnt. Es visualisiert und es bringt eine 100% Beteiligungsquote. Und das wollen wir ja hier, nämlich, dass die Moderation gut wird und dass es lösungsorientiert ist, visuell vielleicht auch, und dass die Leute sich beteiligen. Deswegen Bonus-Hack 4, nutz Lego, musst keine Weiterbildung bei uns dafür kaufen. Du kannst das Ganze dir auch echt online selber einlesen und dann einfach mal mit deinen Leuten im Team ein bisschen Lego spielen und so Probleme visualisieren. Deswegen der Hack Nummer 4, Lego Serious Play. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, kannst du dir unsere anderen YouTube-Videos angucken, die verlinke ich dir hier. Oder du kannst wirklich auf uns zukommen, machen wir auch gerne. Ansonsten würde ich gerne nochmal das Ganze für dich zusammenfassen. Die ersten drei Tipps waren, sei nicht Teil des Problems. Der zweite Tipp, sei nicht Teil der Lösung. Der dritte Tipp, nutze die introvertierten Menschen im Meeting. Und der vierte Bonustipp, das war Lego Serious Play. Also, wenn du daran jetzt Spaß hattest, dann freue ich mich über ein Abo. Dann kriegst du nämlich eine Push-Notification, wenn wir wieder ein neues Video rausbringen. Und mit ein bisschen Glück ist das Video auch noch von mir. Ja? Also deswegen hier abonnieren. Ja? Dein Fabian von den Agile Heroes.